Reporter Marc Alexandre. Willkommen in der Terrorszene der Gabba, den Hooligans des Techno. Im Stellwerk in einem Randbezirk von Berlin. Undurchdringliches Schwarz, überall Tarnnetze, schwitzende Mauern, Mad Max lässt grüßen. Der Gabba liebt es gruselig, morbid. Tagsüber ist Christian, 39, Chef einer Computerfirma. Nachts verwandelt er sich in Xoldog 400, den Gabba-DJ. In der Gabba-Community versucht jeder, das Tageslicht zu vermeiden. Wir wollen so wenig wie möglich von anderen gesehen werden. Nicht, weil wir etwas Kriminelles tun. Wir haben Angst, dass man zu aufmerksam auf uns wird, dass sich zu viele Leute durch uns angezogen fühlen. Gabba ist flämisch und bedeutet so viel wie Hooligan. Und es ist die radikalste Variante elektronischer Musik. Bei diesem Abkömmling des Hardcore werden Heavy Metal und Techno Beats gesampelt und mit einem Irrsinnsrhythmus von 200 bis 500 Beats per Minute unterlegt. Zum Vergleich, ein klassischer Rhythmus hat höchstens 150 BPM. Lauter, schneller, aggressiver. Darum geht es den Gabbern. Einmal im Jahr kriechen sie aus ihren dunklen Gemäuern hervor, denn wem die Love Parade schon zu abgelutscht und kommerziell ist, kann in Berlin am gleichen Tag auf die Fuck Parade ausweichen. Und dort hat Xoldog 400 auch Trauma XP, den Organisator der Fuck Parade, kennengelernt. Techno ist nicht nur Techno-Pop. Es gibt auch viele andere Sorten von Techno. Schade, dass kein Hardcore-Truck mehr auf der Love Parade mitfährt. 96 hat die Love Parade beschlossen, eine große Familie zu sein. Nur wir waren die schwarzen Schafe in der Familie und seitdem dürfen wir bei der Party nicht mehr mitspielen. Das Leben ist nicht, sondern, verstehst du? Das ist kein Spaß. Terror ist die Basis der Gabba-Philosophie. Wenn du dir 10-mal am Tag denselben Werbespot reinziehen musst, ist das kein Terror? Findet ihr nicht auch, dass das Menschenquälerei ist? So etwas tut man doch jemandem an, wenn man ihn bestrafen will. Wo immer du hingehst, will man dir aufschwätzen, diese oder jene Kippen zu rauchen. Ist das etwa kein Terror? Wir legen das wahre Gesicht unserer Welt an den Tag. Diese Welt ist ein einziger Terror für die Menschheit. Für Heike 24 und ihre Schwester Sandra 28 ist das Wochenende eine einzige Gabba-Sause. Und sie träumen davon, als DJs die Szene aufzumischen. Ich stehe drauf, seit ich es das erste Mal gehört habe. Ich kann es nicht erklären. Da gibt's nichts zu erklären. Es ist einfach ein geiler Sound. Basta! Manchmal tut mir davon die Birne weh, aber vor allem die Ohren, weil es so laut ist. Wenn es zu laut wird, nehme ich Oropax. Paul und Florian sind zwei 17-jährige Schüler, die voll auf die Gabba-Kiste abfahren, weil es sie an Horrorfilme erinnert. Meistens tragen wir schwarz und auf unseren T-Shirts haben wir Skelette und Dämonen. Siehst du dort? Noch ein Gabba. Er trägt auch das Zeichen, den Kopf des Teufels. Evil Head. Yeah.
Satanskult, Glatzen, Tarnanzüge, Uniformen, beliebte Gabba-Accessoires, die Terrorstimmung erzeugen. In Holland sind einige Fans in die rechtsradikalen Szene abgerutscht, wovon sich die deutschen Gabba eindeutig distanzieren. In der Ex-DDR hatte die Bewegung ihre Ursprünge und die ca. 600 Berliner und 1500 gesamtdeutschen Gabba sind antirassistisch, antikommerziell und treten in Gruppen auf mit Namen wie Gabba Army, Gabba Front oder Gabba Nation. Wir haben nicht vor, eine Armee aufzubauen oder uns gegen andere zu rüsten. Uns geht es eher darum, so etwas wie eine große Familie zu sein, in der man sich über die Ideale einig ist. Die Leute hier wissen, dass es noch etwas anderes gibt außer Konsum. Wir haben es nicht nötig, fette Schlitten zu fahren. Wir haben kapiert, was abgeht und dass die Welt da draußen in gewisser Hinsicht eine Lüge ist. Tja, ein Gabba hat's nicht leicht. Ich war 2 Jahre mit meinem Freund zusammen, aber er mochte keinen Hardcore. Das war ein Problem. Meine Mutter hasst es. Ich ziehe es mir volle Kanne rein und sie sagt immer, hör auf damit. Und die Nachbarn, verstehst du? Die brüllen immer rum und sagen, es ist zu laut, mach's leiser. Aber uns geht's am Arsch vorbei. Mein Vater war Direktor eines Bestattungsunternehmens, okay? Wenn er nicht gerade Leichen einbalsamierte, machte er Autopsien. Ich bin in Leichenhallen groß geworden. Das Haus, in dem wir wohnten, gehörte dem Laden und lag gerade auf der anderen Straßenseite. Ungefähr seitdem ich 3 bin, kenne ich nichts anderes. 1991 besetzten die ersten Berliner Gabba eine ehemalige Militärbasis, die zu DDR-Zeiten als Kartoffellager herhalten musste. Der Bunker ist in der Szene mittlerweile ein Mythos. Pionier DJ Trauma XP erinnert sich. Der Bunker-Sound, das waren 4 mega Lautsprecher in einem kleinen Raum und mordsviel Beton um einen herum. So hatte man immer eine geile, fette Bassline. Dann noch eine Menge Nebel und 2 Stroboskope. Im Nebel konntest du dich echt verlaufen. Normalerweise, wenn ich auflege, versuche ich, die Atmosphäre von damals wieder zu schaffen. '96 beschloss die Stadtverwaltung, den Bunker zu schließen. Der Berliner Bauboom hatte auch hier zugeschlagen und das alte Gemäuer war ein Dorn im Auge. Da wurde sogar DJ Cut X sentimental. Der Bunker war so kult. Als sie ihn dicht gemacht haben, musste ich heulen. Es brach mir das Herz. Mir sind wirklich die Tränen geflossen. Ich blicke mit einem weinenden Auge zurück, aber das Leben muss weitergehen. So war das mit dem Bunker. Die ersten Gabba-Partys fanden in verlassenen Lagerhallen oder Abrisshäusern statt, die es nach der Wende reihenweise gab. Bruce wohnt in einem der Wohnsilos in Ost-Berlin. Er ist 24 und arbeitet für eine Computerfirma. Aber die Nächte widmet er seiner Band Gabba Front, einem Label und seiner Website, dem Angelpunkt der Gabba-Szene Europas. Ja, das ist nice. Das ist meine Website mit mehr Interaktion, sozusagen danach ein richtiges Forum, wo sich verschiedene Gabbas auch treffen können, ihre Nachrichten hinterlassen können, sich miteinander unterhalten können, aktuelle Party-Infos, sich die aktuellen Flyer ansehen. Es ist eine Möglichkeit, etwas ziemlich Aggressives zu tun, ohne dabei anderen Personen gegenüber gewalttätig zu werden. Unsere Musik ist zwar aggressiv, aber wir sind weder Neonazis, noch polieren wir anderen die Fresse. Um 6 Uhr morgens wieder zurück ins Stellwerk. Langsam wird es Tag. Zeit für die Gabba, ihre Särge wieder zuzuklappen.